Hallo und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Alien Isolation im Albtraummodus. Wir müssen immer noch einen Fahrstuhl reparieren, um eben halt die medizinische Ausrüstung zu Taylor zu bringen. Und dafür aktivieren wir mal eben ganz kurz einen wunderschönen Androiden, der uns hoffentlich gleich ins Lager reinbringen kann. Ich hoffe, der ist jetzt nett. Ich glaube, die Schrittgeräusche waren gerade nicht ganz synchron gewesen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche einen Kompressionszylinder. Komponentenlagerreihe 1, Stapel B. Bitte folgen Sie mir. Und ich hätte gerne eine Pommes und eine Cola. Okay, der scheint uns da wirklich jetzt reinzubringen. Ich hoffe, der benimmt sich. Also solange wir ja nichts Böses irgendwie tun, irgendetwas, was wir nicht dürfen, wird er ja auch nicht handgreiflich. Eigentlich, hoffe ich mal. Mhm. Und die Tür öffnet sich. Das ist schön. Bett. Achso, das waren hier die Regale, die sich da gerade irgendwie merkwürdig verschoben haben. Okay. Wir sind da. Der Kompressionszylinder befindet sich am Ende dieser Reihe. Ja, ich würde da jetzt nicht... Der geht da jetzt nicht ernsthaft rüber, oder? Also, Kollege, so ein bisschen doof bist du aber schon, ne? Hat jemand Bock auf Grillen? Tja, das war's dann wohl. Es wäre cool, wenn er jetzt so dahin schmelzen würde und nur noch dieses Skelett übrig bleiben würde. Das wäre geil. Ja gut, ich glaube, da können wir wahrscheinlich nicht rüber gehen. Hier ist ein Lüftungsschacht. Schau ich nochmal ganz kurz rein. Was ist denn hier am Bienen? Nichts. Was ist das denn hier für ein Lüftungsschacht? Das ist einfach nur so ein kleines Räumchen. Ach, das ist einfach wahrscheinlich dafür, dass das Alien uns hier wunderschön holen kann. Oder ich glaube, das dient einfach nur als Ausgang fürs Alien, weil es ja wahrscheinlich nicht ganz bis zur Decke hüpfen könnte. Darum wahrscheinlich einfach hier. Jetzt können wir hier die ganzen Regale einmal durchsuchen. Aber das sagt ja am Ende dieses Ganges. Da gucken wir gleich mal. Ich würde aber trotzdem mal schauen, ob hier irgendwo was in den Regalen ist, was wir gebrauchen können. Okay, erstmal nach unten. Nichts. Ach, guck mal, hier ein bisschen Alkohol. Den nehme ich natürlich wieder gerne mit Freude entgegen. Mischt. Gut. Oh nee, wir müssen ja nochmal die andere Seite checken. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt so unbedingt lohnt, hier alle Regale einmal zu durchsuchen. Wobei, doch, teilweise ist hier echt ein bisschen... Hallo, ich möchte... Sensor. Teilweise findest du ja eigentlich ordentlich was. Aber ich glaube, das ist ein bisschen laut, oder? Gesperrt. Weiter können wir anscheinend nicht. Guck mal hier. Sprengkapsel. Doch, das lohnt sich, glaube ich. Ich glaube, das lohnt sich teilweise ein bisschen. Ich glaube, den müssen wir ganz nach unten fahren, damit wir hier nämlich langkommen. Tatsache, jetzt kommen wir hier nämlich durch. Ja, hier kannst du dich auch super hinstellen. So, dann hier einmal schön an der Seite lang. Hier vielleicht wieder ein bisschen gut. Hauptsache, schön die Folge in die Länge strecken. Nichts. Hier, ein bisschen Klebstoff. Komponente B. Was ist denn eigentlich Komponente B? Sieht immer aus wie so eine Klebstofftube oder Zahnpasta. Einfach mal Google fragen. Okay, Google, was ist Komponente B? Vielleicht weiß Google es ja. So. Sieht hier aber ein bisschen... Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, dass es hier ein bisschen mau aussieht. Aber du findest hier eigentlich echt ordentlich. Was, das lohnt sich. Das lohnt sich, liebe Freunde. Der ist deaktiviert. Und hier ist noch ein Lüftungsschacht. Ist das wieder so ein kleiner? Das ist, glaube ich, wieder so ein kleiner hier, ne? So ein kleiner... Nee. Das ist ein richtiger Gang tatsächlich. Ich schaue nur mal ganz kurz wegen Loot. Wisst ihr, ich bin ja so ein alter Looter-King.
Scheint aber nichts da zu sein. Ach, hier ist einfach Sackgasse. Okay, alles klar. Gut, dann gehe ich wieder zurück. Dann eben nichts. Ich habe echt ein bisschen Angst davor, dass das Alien irgendwann echt uns mal im Lüftungsschacht erwischt. Tatsächlich kann es da ja auch reinklettern. Da komme ich irgendwie gerade so scheiße ran irgendwie. Warte mal. Kann ich hier nicht... Warum ist denn nur das eine Regal? So, erstmal kurz ganz nach unten fahren. So. Einmal nach oben. Nach... Jetzt, Alter, jetzt klick das doch mal. Hallo. Sag mal, jetzt... Nach oben. Da liegt doch schon was. Eine Leuchtfackel. Ist gerade ein bisschen tricky hier. Ich glaube, hier ist nichts. Nach oben. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Ich muss aufpassen, dass ich da jetzt nicht hinter mir auf dieses blöde Gitter rauflaufe. Auch nichts. Okay. Dann haben wir das Regal jetzt einmal durch. Jetzt müssen wir nochmal die andere Seite. Und dann müsste sich hier eigentlich auch irgendwo das Teil befinden, was wir ja suchen, zum Reparieren. Ah, hier ist es auch schon. Kompressionszylinder. So, das hätten wir dann. Dann können wir gleich den Fahrstuhl reparieren und Taylor endlich die Medikamente bringen. Hier ist noch ein Sensor. Und ansonsten war es das auch schon gewesen. Dann bewegen wir unseren Arsch mal wieder ganz schnell hier raus, weil ich habe echt keinen Bock länger mit dem Vieh hier irgendwie... Da höre ich ihn auch schon wieder. Da spielt er das Tonschuhquietschen im Lüftungsschacht. Ich will hier wieder weg, Alter. Ich will hier bloß weg. Ich will zu Samuels und Taylor, das ist sicher. Hoffe ich zumindest, glaube ich. Wenn sie nicht auch schon getötet worden sind. Hier waren wir, glaube ich, schon drinne. Die anderen Typen waren ja schon alle tot. Das hat das Alien ja schon umgebracht. In der letzten Folge war das ja, glaube ich, gewesen. Ja, danke, Spiel, dass du mir das jetzt nochmal so mega schön verdeutlichst. Vielen Dank. Oh nein. Nein. Wann habe ich denn zuletzt gespeichert? Ich müsste unbedingt speichern. Sonst habe ich hier wirklich ein dickes, fettes Problem am Hals. Speichern, alle lieben Speichern. Jetzt macht das auch Sinn. Sixen Synthetics. Weil hier eben halt die ganzen Syntheten aufbewahrt werden. So, da hinten ist auch unser wunderschöner Speicherpunkt. Aber wir kommen gut durch. Ich glaube... Bin ich jetzt doof oder... Ich würde jetzt einfach mal behaupten... Wann sind wir denn das letzte Mal gestorben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist jetzt schon noch mal eine Weile her. Was eigentlich kein gutes Zeichen ist. So, einmal rein damit. Das ist leiser. Oh Mann, das hört sich doch... Ich hau ab. Ich bin weg. Tschüss. So. Ich will weg hier. Bitte. Wir kommen aber gut durch. Wir kommen recht gut durch und das wundert mich echt. Ich bin gerade echt im Überlegen, habe ich wirklich auf Albtraum geschaltet? Doch, das muss Albtraum sein. Das kann ja nichts anderes sein. So, hier können wir nochmal kurz speichern. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich mache alle 25 Minuten An- und Abmoderation. Jetzt muss ich mir kurz überlegen. Ich bin dann ganz kurz mal eben, ja? Genau, etwa bei 50 Minuten muss ich gleich nochmal... Gut, alles gut. Guten Tag. Die Herren. Das Alien, guck mal. Das steht hinter denen. Das steht hinter denen. Und es hat sich eingeschnappt. Alter.
Oh, ich glaube, die haben uns gesehen. Das Vieh hat sich gerade einfach einen von denen geschnappt. Sehen die uns hier? Ich hoffe nicht. Okay, die eine ist weggegangen. Der zielt nicht mehr auf uns, der Typ. Nein, 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 nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht sterben. Ich will doch nur helfen, Mann. Okay, warte mal. Was zum Teufel war das denn? Ja, das war ich gewesen. So schlimm sehe ich jetzt auch nicht aus. Mann. Oh, scheiße. Ich glaube, die müssen wir wohl leider Gottes gleich wohl umlegen. Okay, wir haben nur die beiden momentan auf dem Plan. Wo das Alien ist, ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, Herr Pimmelkopf, der hat gerade noch zu tun mit dem guten Herrn, den er sich ja gerade geschnappt hat. Oh mein Gott! Kartons! Das ist mir zu viel, Leute. Entschuldigung, ich muss das Let's Play hier abbrechen. Das ist... Scheiße. Okay, ich mach weiter. Alter, Kartons, das ist meine große Schwäche einfach. Ganz ruhig, Tobias, ganz ruhig. Es sind nur Kartons, es ist nur Pappe. Es ist nur Pappe. Da will ich nicht unbedingt reingehen, glaube ich. Okay, pass mal auf, ich hole schon mal die Revolver raus. Ist ja hoffentlich nachgeladen. Und dann geben wir den beiden mal einen ordentlichen Headshot. Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Das war unten gewesen, ne? Oh, hier ist auch noch einer. Das kommt ja gerade recht gut. Das kommt mir gerade recht gelegen. Oh, wir können keine Sensoren mehr einsammeln. Ist ja auch krass. Können wir irgendwas bauen? Ich mache nochmal eine Rauchgranate. Dann sammeln wir das Teil mal eben kurz ein. Hier ist noch ein Computer. Vielleicht ja auch wieder mit einem wunderschönen Audio-Log. Hier wieder ein bisschen Text. Audio, Zubehör, nichts drinne. Nichts von Interesse für uns. Liegt hier sonst noch irgendetwas rum? Nein, sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen... Oder hier vielleicht noch? Nö, hier sind einfach nur ein paar Fässer. Dann würde ich sagen, wir speichern nochmal ganz kurz. Und dann geht es auch schon direkt weiter. Ja, einmal Speicherdaten überschreiben. Ja, leider Gottes müssen wir die beiden jetzt wohl umbringen, glaube ich. Aber es bleibt uns ja eben halt keine andere Wahl. Wir könnten aber auch mit dem Elektroschocker. Das könnte rein theoretisch auch funktionieren. Oder wir nehmen die Revolver, ich weiß es nicht. Wir haben es ja sowieso gespeichert. Ich bin auf mich allein gestellt. Ja, das ging schnell. Das waren hier wieder die Rainbow Skills gewesen. Einmal nachladen. Oh, zwei schon. Warum nimmst du die nicht mit, Mann? Warum nimmst du die nicht mit? Ist doch geil. Zwei Waffen. Kannst du einen auf Tomb Raider machen. Und die haben wieder nichts dabei. Ey, ich glaub das echt nicht. Ballern wieder wie die Wilden. Ich hab's ja jetzt schon zum dritten Mal erwähnt. Ballern wie die Wilden rum, aber haben nie Munition dabei. Hier ist noch ein bisschen Schrott. In der Kiste ist nichts drin. Nichts drin. Nichts drin. Oh, können wir in die ganzen Kisten nicht reinschauen? Was soll denn das? Hier ist auch nichts. Und ich glaube, das Alien ist momentan nicht am Bienen. Ist momentan nicht am Start. Hier übrigens nochmal mein Aufnahmestudio, ne? Mit den 10.000 Bildschirmen. Für das Programm ein Bildschirm. So, ich gucke hier nochmal ganz schnell rein, ob hier irgendetwas drin liegt. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar, gut. Gut, 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 gut. Was ist das denn hier überhaupt? Eine Milchpackung oder was? Nee, das ist irgendwie so eine kleine Kiste. Es tut mir leid für die beiden. Wir hätten uns hier auch langschleichen können, aber ich glaube, wir haben sie damit einfach nur erlöst. Dann haben die es wenigstens hinter sich. Und wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, ich glaube nicht, dass überhaupt irgendjemand auf dieser Station überleben wird. Außer wir natürlich, ne? Ist völlig klar. Hier da so ein kleiner Wartebereich oder sowas.
Ich denke aber bei diesen... Bei diesen Zigaretten, Dingern hier. Ich denke immer, dass das nochmal Schrott ist, der da rumliegt. Ah. Supergetane Impfpistole. Nehme ich mit Freude entgegen. Hallo, ich möchte... Hallo, ich will looten. Leider nichts drinne. Geringe Energie, da kommen wir leider nicht ran. Plasmaschneider benötigt. Ja, ist echt blöd, dass ich den nicht mitgenommen habe. Fahrstuhl. Ich weiß nicht, sind wir hier richtig? Sind wir hier richtig? Müssten wir eigentlich, ne? Wir sind hier eigentlich ja nur auf der Durchreise. Schauen wir mal, wo der uns jetzt hinbringt. Gehen Sie zur Sevastopol. Jetzt konnte ich es gerade nicht zu Ende lesen. Schade. Jo. Ne? Sammeln Sie Baupläne und Rip. Oh Mann, jetzt lass mich das mal zu Ende lesen, Alter. Mann, da willst du mal kurz hier wieder ein paar Tipps vorlesen und dann. So, schwarzer Ladebildschirm. Das sieht mir hier schon wieder nach Krankenstation aus. Und diese Krankenstation, Mann, ich will kein Zettel. Die Krankenstation, ne? Die Krankenstation. Gerät unzureichend. Manu, ich will da aber rein. Achso, so. Einmal die Tür öffnen. Wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir ja wieder auf der... Was ist hier gerade los? Was war das? Wir sind jetzt hier gerade wieder, wo wir nämlich zur Krankenstation gegangen sind, wo der gute Coolman uns hier... Guck mal. Jetzt können wir nämlich zum Beispiel, das hatte ich ja, habe ich das in dieser Folge erwähnt oder war das letzte gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Du kannst jetzt hier zum Beispiel nämlich wieder zurück zur Krankenstation gehen und vielleicht die eine oder andere Tür dann nochmal aufmachen. Was ist denn das? Achso. Nicht von Interesse. Und warum können wir hier nicht rüberhüpfen, Alter? Da ist ein Audiolog und eine Kiste. Hüpf hier rüber. Nein, wir müssen durch die Tür gehen. Alles andere wäre illegal. Oh, die Aussicht. Ist schon echt cool. So. Wer hat das denn abgeschlossen? Beim letzten Mal war das noch auf gewesen. Da hoffen wir auf jeden Fall mal, dass Samuels und Taylor, dass es den beiden noch gut geht. Weil sonst war das Ganze völlig umsonst gewesen. Da können wir, glaube ich, immer noch nicht durch, ne? Hier waren auch beim letzten Mal noch Menschen gewesen, oder? Beim letzten Mal waren da noch Menschen. Hier, den Rollstuhl, den bräuchte ich jetzt eigentlich. Ganz ehrlich. Den könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Ich bin schon so fertig. Ah, hier wieder die Leichensäcke. Sie hatten klare Anweisungen, nicht auf der Station zu landen. Ich sagte bereits, wir haben Ihre Nachricht nicht erhalten. Wir dachten, Sie würden... Weisen Sie sich aus! Ripley, von der Torrance. Ruhig, Ricardo. Was zur Hölle ist hier los, Marshall? Wo sind die Sicherheitskräfte? Direkt vor Ihnen. Ich habe das Viech gesehen. Was ist es? Keine Ahnung. Marlow hat es hier angeschleppt. Der Captain der Anesidora. Das Schiff, das den Flugschreiber gefunden hat. Gibt es irgendwo auf dieser Station noch einen sicheren Ort? Diese Kreatur läuft frei rum und die Seeksen-Syntheten sind nicht gerade freundlich. Verfluchte Androiden. Ripley? Taylor braucht Hilfe. Krankenstation geht nicht. Da können wir nicht hin. Wir haben eine einfache Lebenserhaltungseinheit im Büro. Wir sollten uns beeilen. Wir brauchen den Transit zum Hauptquartier, aber der liegt lahm. Transitkontrolle ist oben. Samuels hat gesagt, Sie seien Ingenieur. Machen Sie sich mal nützlich, nachdem Sie schon die Falle vermasselt haben. Ja, genau. Darüber sprechen wir später, Waits. Kümmern Sie sich um die, während ich weg bin. Verstanden? Ricardo, halten Sie die Funkverbindung, damit wir in Kontakt bleiben können. Alter, der Typ, ne?
Nachdem sie schon die Falle vermasselt haben. Weil ich das ja auch wusste. Vor allem, warum vermasselt? Das ist doch alles hochgegangen. Und wir müssen natürlich jetzt wieder die ganze Arbeit machen. Die sind sich ja zu gut für sowas. So. Also, wir müssen jetzt die Transitkontrolle wieder aktivieren oder sowas. Ich glaube ja, ne? War so gewesen. Sind wir hier richtig? Sieht eher nicht so aus. Okay, ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Wir sind ja gerade eben von hier gekommen. Na gut, auf jeden Fall, die gute Taylor ist noch am Leben. Hoffentlich. Also, ich hoffe mal, dass sie... Gut, Ripley. Ja, mir geht's total gut, du. Alles super. Ich wurde gerade nur von einem Alien um mich durch die Gegend gejagt, von irgendwelchen Idioten angeschossen und... Ach, und dann noch ein paar Androiden waren da auch noch gewesen, die mir an den Hals wollten. Aber sonst geht's mir gut. Sonst geht's mir gut. So. Unser Menschen- und Synthetenteam dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sevastopol-Transitsystems. Androiden. Hier sollen wir jetzt reingehen. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein bisschen Loot am Start? Irgendwo hier? Nö, sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir da mal rein. Fuck Seeksen. Okay. Nee, mein Gepäck habe ich immer dabei. Cool, ein Schweißgerät. Schick, schick. Sind wir hier richtig? Hier, Mädel, warum nimmst du das nicht mit, Alter? Das ist 100-mal geiler als dein blöder Wartungsheber. Ja gut, wobei, den brauchen wir jetzt zum Aufmachen. Ja, wie zum Beispiel hier. Aber trotzdem, so eine Axt, das haut doch voll rein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Kreuz markiert den Schatz. Wisst ihr Bescheid, da ist ein Goldschatz hinter versteckt. So. Machen wir das Ding mal auf. Jetzt, ja, mach doch... Oh, ey, die ist echt zu blöd manchmal. So. Mach weg, das Ding. Aufzug rufen. Ja, und sonst so? Alles gut bei euch? Alles fit im Schritt und so? Ach, guck mal, der Aufzug ist da. Gehen wir doch mal hinein. Zur Transitzentrale. Oh, neuer Bauplan. Okay. Ich will, glaube ich, erst gar nicht wissen, was da drin ist. Lötlampe benötigt. Dein Ernst? Ich will die... Warte mal, wir haben doch... Das war doch gerade ein... das war doch gerade ein Androide gewesen, oder nicht? Ich habe doch hier gerade... Und der ist sauer, glaube ich. Ich glaube, der ist ein bisschen sauer. Zum Glück hält die Tür erstmal vorerst noch stand. Ich muss die Situation jetzt erstmal ganz kurz hier ein bisschen abchecken. Ich erinnere mich vage daran... Aber ich glaube, dass es hier auch immense Probleme gab oder ich immer immense Probleme mit irgendwas hatte. Lass mal alles abchecken. Ich weiß, wir können gleich an die grünen Bildschirme rangehen. Aha, sieh mal einer an. Eine Ausweiskarte, die nehmen wir natürlich mit Freude entgegen. Ist hier noch irgendwo Loot? Loot, Loot, Loot. Dann geht es mir auch gut. Nö, sieht nicht so aus. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, den Transit, den rufen wir dann beim nächsten Mal, beziehungsweise reparieren wir dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Ihr könnt wie immer das Video mit Dislike und Like bewerten. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tobi.